Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Schön, dass Sie mich begleiten. Mein Weg führt mich heute in den Süden Niedersachsens, nach Bad Lauterberg im Harz. Hier beschäftige ich mich mit einem der ältesten Handwerksgeräte des Menschen, und zwar dem Pinsel. Der Pinsel ist auf Anhieb betrachtet eher ein ganz banales Werkzeug, aber seine möglichen Einsatzfelder sind vielfältig. Und da bin ich hier im staatlich anerkannten Kneipp-Heilbad genau an der richtigen Adresse. Denn seit 1917 befindet sich hier die Vistoba Pinselfabrik. Und wie der Pinsel selbst hatte auch dieses Familienunternehmen eine lange Tradition. Europas Marktführer in Sachen Malerpinsel, Bürsten und Farbroller öffnet jetzt für uns seine Türen und gewährt spannende Einblicke in die Pinselproduktion. Mit modernster Technologie und auf handwerklich höchstem Niveau werden hier im Jahr über 6 Millionen Pinsel produziert und an die zahlreichen Kunden im In- und Ausland verschickt. Und dass dabei alles reibungslos abläuft, dafür sorgt Thorsten Stolberg. Hallo, Frau Steinacker, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Abgesehen von Ihrem, von Ihrer beruflichen Tätigkeit, schwingen Sie privat auch gern mal den Pinsel? Ja, selbstverständlich, denn auch wir möchten auch unsere Produkte natürlich privat testen, um auch festzustellen, ob sie dem malergerechten Anforderungen entspricht. Und in den eigenen vier Wänden, da schaut auch keiner zu, wenn mal was daneben geht. Ich verstehe. Ich bin dafür jetzt an allerhand Pinseln schon vorbeigelaufen. Man sieht, die Auswahl ist groß. Wie finde ich denn den richtigen Pinsel für den richtigen Zweck? Was sind die wesentlichen Unterschiede? Die wesentlichen Unterschiede sind in erster Linie die Besteckungsmaterialien. Da gibt es zum einen die natürlichen chinesischen Schweineborsten, die also seit Generationen bekannt sind und die auch für so gut wie alle Anstreichmittel verwendet werden. Neu natürlich seit einigen Jahren sind die Kunstfasern, die man benutzt für die wasserlöslichen Anstrichsysteme, die ja jetzt auf dem Vormarsch sind. Und da eignen sich Kunstfasern besser als Naturborsten. Selbstverständlich muss man auch auf eine optimale Präsentation des Pinsels achten. Er braucht eine sehr lange gepflegte Borste. Es dürfen keine Borsten abstehen, so wie bei einer Toilettenbürste zum Beispiel. Oder er muss einen vernünftigen Stiel haben. Man kann schon an der ersten Optik des Pinsels erkennen, ob es sich um ein Qualitätsprodukt handelt oder vielleicht sogar einen preiswerten Import. Das heißt, Sie haben jetzt auch schon einen Pinsel in der Hand. Wo würde ich das spontan dran sehen, wenn ich jetzt mich für so einen Pinsel interessiere? Sie sehen es in erster Linie an der ausgesuchten, sehr guten schwarzen Borste, die zum Teil in Deutschland noch einmal veredelt worden ist. Dann sieht man es für den Handwerker, für den Profimaler ganz wichtig, an dem doppelten Fadenvorband, der also auch unlösbar fixiert ist. Man hat einen Edelstahlring, man hat einen sauber geschliffenen Buchenholzstiel. Das alles in Kombination macht einen guten Ringpinsel aus. Der Ringpinsel, das sprachen Sie an, das ist also eine Art. Dann habe ich gesehen, gibt es aber doch noch ganz verschiedene, was die Größe angeht, was die Form angeht. Es gibt den flach, es gibt den ganz klein, es gibt den schräg. Ja. Worauf ist da zu achten? Es ist insofern darauf zu achten, die große Auswahl unseres Sortimentes entspricht den Anforderungen des professionellen Malers. Wir als Vistoba beliefern nicht den Privatkunden, wir beliefern nicht die Baumärkte, sondern wir beliefern ausschließlich den Lack- und Farbengroßhandel, bei dem der professionelle gewerbliche Maler seine Utensilien wie Farben, Tapeten, Bodenbelege und auch Werkzeug kauft. Und da muss man dann darauf achten, dass es für schmale Fenster, für breite Fenster, für lösungsmittelhaltigen Anstrich, für lösemittelfreien Anstrich, für Linierarbeiten immer den besonderen Pinsel gibt. Und deswegen ist unsere Range auch so breit, dass wir mittlerweile über 2000 verschiedene Pinsel fertigen und auch dem Maler anbieten können. Das ist eine große Auswahl, 2000 Pinsel. Dass Sie sehr erfolgreich sind am Markt, das zeigt sich ja nicht zuletzt durch die Zeit, die Sie auch schon präsent sind. Was unterscheidet aber Ihre Pinsel jetzt von anderen Pinseln? Unsere Pinsel sind schon seit unser Großvater 1917 die Firma gegründet hat, ganz gezielt auf höchste Qualität ausgerichtet. Wie ich eingangs schon sagte, wir beliefern in erster Linie den gewerblichen Maler und dort ist eine hohe Qualität des Werkzeuges ausschlaggebend für die abgelieferte Arbeit, die der Maler dann fertigstellt. Prima. Welchen Pinsel werden wir denn heute näher betrachten können?
Wir werden heute einmal den Produktionsweg eines Maler-Ringpinsels betrachten, weil wir dort sowohl handwerkliche Arbeitsschritte als auch vollautomatische Arbeitsschritte betrachten können, wie der Werdegang und wie die Produktion eines Maler-Ringpinsels abläuft. Da bin ich jetzt gespannt drauf. An dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Stolberg. Und wir suchen uns mal die einzelnen Teile des Pinsels zusammen. Alles, was zum Maler-Ringpinsel gehört, haben wir gerade zusammengetragen. An meiner Seite habe ich dazu jetzt in der Produktion Arndt Stolberg. Herr Stolberg, am wichtigsten würde ich sagen, für den Pinsel ist ja die Borste. In dem Fall sind das jetzt hier China-Borsten. Was genau ist da das Besondere dran? Die China-Borste ist eine Naturborste, die aus China kommt. Dort gibt es Unterschiede in den Farben. Einmal eine schwarze Borste und eine weiße Borste. Hier haben wir eine helle weiße Borste, die sicherlich aus dem Süden Chinas kommt, weil es dort etwas wärmer ist. Dadurch ist die Borste auch etwas weicher und etwas softiger. Hingegen der schwarzen Borste, die aus dem Hochland Chinas kommt, dort wo es kälter ist. Dadurch ist die schwarze Borste auch kräftiger und auch ein bisschen elastischer, was sehr wichtig ist für den Malerpinsel, weil die Elastizität eines Pinsels auch sehr, sehr wichtig ist. Natürlich gibt es auch Borstenmischungen oder es gibt reine synthetische Fasern. Auch lange Borsten gibt es für verschiedene Spezialwerkzeuge wie Schläger. Dort haben wir hier jetzt etwas sehr lange Schweineborsten, die eine Riesenlänge haben. Es muss sich also um ein sehr altes Schwein gehandelt haben. Die werden zugerichtet. Das ist eine sehr hochwertige Qualität und sehr schlecht zu bekommen. Das sind für Spezialwerkzeuge, die man benötigt, um Maserierarbeiten zu machen. Die Kunstfaserborsten werden auch immer häufiger eingesetzt, weil wenn ich mit einer wasserlöslichen Farbe arbeite, braucht der Pinsel eine gute Elastizität. Eine Kunstfaser nimmt nur 3% Feuchtigkeit auf und hat dadurch immer dieselbe schöne Elastizität, sodass die Borste wieder zurückschwingen kann. Auch das feinlinige Spitzenmaterial dieses Produktes bringt eine sehr gute Oberfläche für den Maler. Und wenn man das Ganze dann aber kombiniert, zum Beispiel mit Schweineborste und Kunsthaar, dann nutzt man quasi beide Vorteile oder wie läuft das? Man nutzt dann beide Vorteile. Der Vorteil bei einer Mischung ist, dass die Borste die Farbe gut im Pinsel hält und die Kunstfaser, die mit zwischengemischt ist, hat die Elastizität, die der Pinsel braucht, um mehrere Striche durchführen zu können. Und die China-Borste, trotzdem noch mal gefragt, das deutsche Borstenschwein würde das dann nicht den gleichen Effekt erzielen? Um ein bisschen lapsig zu sagen, ein deutsches Schwein wird nur 9 Monate alt. Dann wird es geschlachtet. Und da hat es vielleicht gerade mal eine Borstenlänge von 44 mm. Borsten werden hauptsächlich in China zugerichtet, weil dort ein Milliardenvolk eine Menge Schweine benötigt, die dort auch frei herumlaufen. Diese Borste wird geschoren, wird gesammelt, wird gekocht, wird gerade gekocht, wird dann auf die jeweiligen Längen zugerichtet, so nennt man das, und wird dann in einem Bund verarbeitet und nach Europa geliefert. Dann sieht es so aus. So bekommen wir die Borste direkt aus China geliefert. Reine China-Borste, zugerichtet in einer 90%igen Borste. Das bedeutet, 90% der Borste haben dieselbe Länge. Die Baumarktqualität ist meistens eine 60%ige. Also dort sind kurze Borsten zwischengemischt worden. Man hat zwar von 1 Meter Entfernung denselben Pinsel, aber der Profi kann schon unterscheiden, wie das Besteckungsmaterial und wie gut das Besteckungsmaterial ist. So viel erstmal zu den Borsten. Wir haben weitere Komponenten hier. Ich sehe, das erinnert mich eigentlich so ein bisschen an so einen kleinen Flaschenkorken. Wozu ist das gut? Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass wir hier alle Korken sammeln, die unsere Mitarbeiter, 90 an der Zahl, hier verarbeiten, sondern der Kork ist ein ganz, ganz wichtiges Material, was wir für die Ringpinselherstellung benötigen, weil die normale Borste ist konisch, also am Borstenfuße stärker als an der Spitze. Und um diese in einem Ringpinsel wieder in zylindrische Form zu bekommen, ist es wichtig, dass der in den Mittelpunkt des Pinsels kommt. Ich habe hier einmal einen Ringpinsel vorbereitet, in dem wir sehen können, dass in der Mitte dieses Ringpinsels ein Kork gesetzt wurde. Diesen Kork benötige ich, um die Borste wieder zylindrisch zu bringen und auch, dass die Farbe später in dieses Farbreservoir durch die Kapillarwirkung hochziehen kann.
Dadurch verquetsche ich nicht die Farbe, sondern ich kann sie dadurch verstreichen. Das ist eine sehr wichtige Komponente. Wenn Sie also mal einen Pinsel vor sich haben, stecken Sie einfach mal den Finger hinein, gucken, ob es ein Kork ist oder ein Kunststoff oder ein Holz. Wenn es ein Kork ist, haben Sie einen qualitativ guten Pinsel erreicht. Das ist gut zu wissen. Kommen wir zum Stiel. Auch hier hat sich da einfach eine Holzsorte auch bewährt. Hat man da Erfahrungswerte? Also im Stielbereich oder überhaupt im Stielbereich nimmt man Buche. Buche ist ein Hartholz, das nicht, wenn es mit Feuchtigkeit in Verbindung kommt, großartig quillt. Denn das kann bei einem Pinsel natürlich sehr schnell passieren, dass er die Hälfte seines Lebens eigentlich im Farbtopf steht. Und wenn dann das Holz quillt, kann es schon mal passieren, beim Ringpinsel oder auch bei Flachpinseln, dass das Holz aufquillt und das Blech bzw. den Kunststoff zerstört. Wir sehen jetzt in der Herstellung einen Ringpinsel manuell, wie nach Borstengewicht, nach dem vorgegebenen Gewicht, die Borste abgenommen wird, in einen Ring getan wird. Dort wird er mit einem Korken versehen, in Form gebracht und dann geht es weiter zum Verkitten. Obwohl sehr viel Wert auf Handarbeit gelegt wird, geht das Ganze aber auch vollautomatisch in einer eigens dafür entwickelten Maschine, wie wir gleich sehen werden. Denn in puncto Schnelligkeit, Herr Stolbeck, ist, glaube ich, die Technik nicht zu schlagen, oder? Das ist richtig, aber auch hier werden menschliche Hände gebraucht. Denn auch an einem von uns entwickelten Rundschalttisch zur Herstellung von Malerringpinseln mit 20 verschiedenen Stationen muss sehr oft auch Hand angelegt werden. Und wir haben hier die Möglichkeiten von gut ausgebildetem Fachpersonal, die dann auch erkennen, wo der Fehler liegt. Mal im Vergleich, wie viel Pinsel schafft so ein Pinselmacher am Tag und was setzt so eine Maschine um? Also ein guter Pinselmacher, also eine Fachkraft, produziert circa von einem 10er bis 12er Ringpinsel 360 Stück am Tag. Das ist aber auch schon eine ganze Menge. Das ist schon sehr gut, aber diese Maschine, die wir hier hinter mir sehen, die automatisch abwiegt, die das Volumen abteilt, die automatisch den Kork hineinsetzt, die auf Länge schon vorzieht und auch schon die Form wölbt, die schafft bei einer Größe ca. 3000 am Tag. Oha, das sind wirklich große, große Größen, mit denen man hier umgeht. Ganz wichtig, was wir auch schon gesehen haben, ist ja auch der Kleber. Inwieweit trägt der auch nochmal zur Qualität bei? Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir den richtigen Klebstoff verwenden. Wir arbeiten mit einem Zwei-Komponenten-Kleber. Das bedeutet ein Harz und ein Härter, die durch ein Spiralröhrchen miteinander vermischt werden. Ungefähr 6 bis 8 Stunden braucht, um auszuhärten. Der aber absolut schrumpffrei ist, Hitze- und Kältebeständig ist, lösemittelbeständig. Das ist wichtig für den Maler, weil wenn er den Pinsel reinigen würde und er hätte einen ganz normalen Kleber, würden die Borsten herausfallen und das Produkt wäre wertlos. Also muss man schon auf den Kleber achten, weil das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, die Borste in den Pinsel zu halten. Liebe Zuschauer, ob Mensch oder Maschine, aushärten muss der Kleber jetzt in jedem Fall. Das tut er auch und damit haben wir die Gelegenheit, in eine klitzekleine Pause abzugeben. Und gleich im Anschluss lernen Sie dann die schnellsten Finger des Südharzes kennen und wir verlosen auch wieder etwas, also dranbleiben.
Willkommen zurück zu Tag auch, liebe Zuschauer. Bei mir dreht sich heute alles um das Malerwerkzeug schlechthin, und zwar den Pinsel. Ich bin dafür zu Gast in Bad Lauterberg in der Vistoba Pinselfabrik. Bei mir habe ich immer noch Arndt Stolberg und wir stecken mitten in der Pinselproduktion. Wir waren jetzt stehen geblieben, dass der Kleber aushärtet, haben jetzt hier im Prinzip schon die getrocknete Version und jetzt geht es immer weiter in der Verarbeitung. Was passiert als nächstes? Ja, wir haben also jetzt 6 bis 8 Stunden diesen Pinsel aushärten lassen. Das bedeutet, die Borste hat sich optimal mit dem Ring und dem Stiel vereinigt, also verklebt, ist unlösbar. Jetzt wird der Hilfsring entfernt. Wir sehen hier, dass noch einige Borsten zu lang sind und einige Borsten müssen natürlich noch, wir nennen das im Fachjargon, ausgeputzt und gereinigt werden. Er bekommt jetzt die Form, die eigentlich leicht beschnitten wird, sodass der Maler mit dem Pinsel das beste Anstreichergebnis bekommt. Wir dürfen nur eins nicht machen, wir dürfen bei dieser hochwertigen Borste diese Fahnen nicht abschneiden. Ja? Also man sieht hier, dass die Borste ein bisschen aufgesplissen ist. Wie die Damen es von den langen Haaren kennen, die schneiden es ab. Wir beschneiden es ein wenig, weil wir das unheimlich, wir brauchen das, um einen optimalen Farbverlauf zu bekommen. Interessant, das wusste ich auch noch nicht. Also der Pinsel hat Spliss. Der Pinsel hat Spliss. Interessant. Und hinter uns haben wir die Maschine schon. Wie genau läuft das jetzt ab? Also das ist ja sicherlich auch eigens dafür eine Technik. Kann das auch jemand von Hand machen? Das ist sehr schwierig von Hand zu machen, weil im Flachpinselbereich wird das mit Kämmen durchzogen. Hier wird es so schnell gedreht, dass durch die Zentrifugalkraft die Borsten, die losen Borsten rausfliegen. Und dann wird er in Form während des Drehens beschnitten. Die Pinselköpfe sind jetzt soweit perfekt in Form gebracht, haben ihre losen Borsten verloren und jetzt kommen die bereits erwähnten schnellen Finger zum Einsatz. Ne? Was machen denn die Finger? Ja, wir müssen natürlich jetzt den Pinsel in Form bringen, so dass der Maler damit beschneiden kann, einen ordentlichen Strich ziehen kann und dass natürlich die Borste so in Form gebracht werden kann, dass sie nicht auseinandergeht. Das passiert dann genau wie? Ja, man unterscheidet jetzt einfach in einen einfachen Fadenvorband oder in einen doppelten Fadenvorband. Wir binden hier mit einem Kunstseidenzwirn vor. Das bedeutet in 2 verschiedenen Farben, hauptsächlich weiß und gelb. Der einfache Fadenvorband wird verwendet, wenn die Borste etwas kürzer für den Ringpinsel ist. Und einen doppelten Fadenvorband nimmt man bei etwas längerer Borste. Wenn der Maler schon eine längere Zeit damit gearbeitet hat, nutzt sich die Borste etwas ab und man kann den ersten Vorband ablösen und kann dort weiter streichen. Weil die Borste von natürlicher Art splitzt sich weiter auf und ist noch voll in Funktion. Trotzdem generell, wozu ist dieses Vorband gut? Wenn Sie ohne Vorband arbeiten würden, würde der Pinsel auseinandergehen wie eine Blume. Ich hätte überhaupt keine Möglichkeit, einen geraden Strich zu ziehen. Man muss diesen Vorband haben, um die Borste elastisch zu halten und immer in Form zu bringen. Und manchmal variieren die Breiten. Ist auch das nochmal von Bedeutung? Die Länge des Borstenvorbandes variiert. Je kürzer der Vorband, umso elastischer ist die Borste. Je länger, umso stabiler habe ich die Form. Ich verstehe. Und man sieht, das Ganze findet dann mit seiner ganz speziellen Wickel- und Knottechnik statt. Ja, also es sind 4 Knoten, die verwandt werden. Es ist eine irrsinnige Drehzahl, wie der Faden um den Pinsel herumgewickelt wird. Wir haben hier die schnellsten Hände aus dem Südharz, die dieses für uns tun. Okay, ich bin gespannt.
So sieht der Ringpinsel dann fertig gewickelt aus. Ich bin immer noch fasziniert, wie schnell das Ganze ging. Wir haben gesehen, am Ende kam noch so ein Leim drauf. Wozu ist der gut? Ja, der Leim ist also wasserabweisend, nicht wasserschützend, weil sonst der Fadenvorband zu locker wäre und sich wieder von dem Pinsel lösen wird. So fixieren wir ihn und dadurch hat er die stabile Form. Ah, ich verstehe. Der sieht jetzt eigentlich so gut wie fertig aus. Es ist allerdings nicht damit getan, nur einen guten Pinsel zu besitzen, um möglichst lange was von zu haben. Ist natürlich auch die Pflege ganz, ganz wichtig. Was gibt es da für Punkte, wo Sie als Experte natürlich sagen, das sollte beachtet werden? Also grundsätzlich, bevor man einen Pinsel benutzt, sollte man ihn erstmal ein bisschen in warmem Wasser auswaschen. Wenn er gereinigt werden soll, soll er auch wieder mit warmem Wasser oder einem Pinselreiniger, der überall käuflich zu erwerben ist, ausgewaschen werden. Wichtig ist nur eins, man soll ihn im Nachgang nicht auf die Borsten stellen, sondern das Material, also das Medium, herauslaufen lassen, um dann wieder eine optimale Form zu bekommen. Also eigentlich auch schon mit dem Pinselkopf nach unten. In der Schule haben wir mal gelernt, da hat man die irgendwie in so ein Glas gestellt und sind getrocknet. Wie ist das? Ich würde ihn jetzt aufhängen. Deswegen hat er auch ein Loch, um ihn aufzuhängen. Und dadurch kann das Medium und auch die Schmutzstoffe rauslaufen und nicht, wenn wir ihn in der Schule gelernt haben, umdrehen, reinlaufen. Ich verstehe. Und er behält so sicher auch seine natürliche Form. Ne? So wird er allerdings noch nicht Ihre Fabrik verlassen. Was muss dann jetzt am Ende noch passieren? Ja, jetzt kommt noch über den Pinselkopf eine Schutzfolie, damit dort nichts an der Borste passieren kann. Dann wird der Pinsel noch bestempelt, entweder mit dem Vistova-Logo oder Private Labeling. Es gibt Kunden von uns, die gerne ihre Artikelnummer oder ihr Logo darauf haben. Und das wird alles an einem Verpackungsautomaten gleichzeitig durchgeführt. Mit der Verpackung endet auch die Produktion. Herr Stolberg, haben Sie schon mal gezählt, wie viele Pinsel verlassen eigentlich die Fabrik am Tag? Also das kann man schlecht schätzen, weil es geht bei großen Pinseln sind es etwas weniger, bei kleinen Pinseln ist es umso mehr. Aber bei 6 Millionen Pinsel pro Jahr kann man sich das schnell ausrechnen. Das stimmt natürlich. Für den Verbraucher jetzt nochmal als Tipp, was muss man investieren, um sicher zu sein, dass man auch ein gutes Malerwerkzeug hat? Schon unser Großvater hat gesagt, billig und gut gibt's nicht. Also in ein Malerwerkzeug zu investieren, in einen Pinsel, da muss man schon zwischen 8 und 12 Euro und nach oben sind keine Grenzen gesetzt, einplanen. Liebe Zuschauer, Sie müssen heute gar nichts investieren, außer vielleicht ein wenig Zeit, denn Sie haben die Chance, ein Profi-Pinselset zu gewinnen. Das verlosen wir nämlich jetzt, Herr Stolberg. Was für Pinsel sind da drin? Ja, das sind also Pinsel, die man im Haushalt oder im Heimwerkerbereich sehr gut nutzen kann. Es ist die Kunstfaser, die wir gesehen haben. Es sind eine helle und eine schwarze, reine China-Borste da enthalten. Und mit diesen Pinseln ist ein Allround-Set, mit dem Sie alles machen können. Das klingt doch super und alles, was Sie dafür tun müssen, ist natürlich mal wieder eine Frage beantworten. Und die Frage, die lautet heute: Aus welchem Material besteht der Pinselkopf? Ist es A, die Schweineborste oder das Rauhaar-Dackelhaar? Ich denke, wenn Sie aufgepasst haben, sollten Sie die Lösung wissen. Schicken Sie Ihre Antwort an gewinnspiel@fan-television.de und ansonsten finden Sie wie immer alle Infos auf www.fan-television.de. Herr Stolberg, an dieser Stelle bedanke ich mich für diesen tollen Einblick in das moderne Pinselmacherhandwerk. Ja, bitte sehr. Es war uns auch eine Freude. Es war ein schöner Tag mit Ihnen und hoffentlich sieht man sich bald wieder. Vielen Dank. Alles Gute für Sie, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie fanden es genauso spannend wie ich und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Mich würde es freuen. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. Tschüss. I just came to say hello.